Jetzt haben wir, wie versprochen, ein bisschen mit Freiformen arbeiten. Ich skizziere jetzt einfach mal ein paar Formen an, dann könnt ihr euch da gleich ein Bild davon machen. Ich sage jetzt mal, ich fange jetzt wie mit unseren Kreisen. Also in der ersten Übung, sage ich mal, ich habe hier was Großes, hier was Kleines, also kleinen Kreis, großen Kreis. Und jetzt können die Kreise, in Anführungszeichen, die Kreise werden dann zu Kreisformen. Die können auch so eine elliptische Form haben oder einen Kreis. Da sind wir jetzt relativ frei. Und dann fange ich mal an, hier eine Überlappung zu erzeugen. So, und hier gehe ich jetzt, sage ich mal, außen ran. Und dann habe ich so eine Form mal geschaffen. Da sitzt diese in dieser drin. Machen wir mal noch eine andere. Sagen wir mal, wir gehen, fangen wir mal so an und kommen dann hier rein. Ihr könnt es wahrscheinlich sehr schlecht sehen. Ich werde es gleich die Linien betonen. Und jetzt gehe ich mal hier rein in diese Form. Und schließe dann die andere hier unten an und gehe hier rüber. Und dann entstehen eine Vielzahl dieser organischen Formen, die schon ein 3D-Element durch die Überlappung haben. Und da werden wir, uns jetzt noch ein bisschen durchspielen. Wir könnten jetzt auch mal, ja, fangen wir mal an mit so einer, nehmen wir mal so eine Form und so eine Form her. Das ist vielleicht ganz interessant. Und jetzt fange ich an, hier diese zu beschreiben. Gehe hier ein bisschen vielleicht rein, komme wieder hier rum und lasse die hier überlappen. Und diese Form lasse ich hierher gehen. Und dann entstehen, also in meinen Augen, recht spannende, attraktive Formen. Machen wir noch eine oder machen wir noch ein paar? Kann ja nicht schaden. Jetzt würde ich mal sagen, machen wir eine ganz einfache, machen wir mal zwei Kreise. So. Und jetzt gehen wir mal hier rüber, hier rein, hier rüber, hier rein, und dann haben wir so eine Art Knochenform erzeugt. Und ich lasse jetzt die Überlappung mal weg. Und dann haben wir so eine Form. Jetzt lassen wir mal diese Form in die andere Richtung kippen. Wie würde das aussehen? Ich gehe jetzt mal, ich skizziere das mal an und sage, okay, die wollen wir hier haben und die andere soll da unten rein. Okay, also, dann ziehe ich hier die Linie durch, komme hierher, stopp. Und hier mache ich jetzt mit der, folge ich und gehe über die drüber. Und dann haben wir eine gegenteilige Form zu der hier. Und jetzt, ja, lassen wir noch eine mal hier oben sein, eine größere hier und eine kleine hier mit einem gewissen Abstand. Ich habe jetzt hier einfach zwei Kreisformen gezeichnet und die verbinde ich jetzt. So und so. Und je mehr Übung ihr im Zeichnen dieser Formen bekommt, desto besser ist es, wie ich auch bei den anderen Übungen gesagt habe, wenn ihr euch eine Form vielleicht schon ein bisschen vorstellt, und dann versucht, diese Form zu erzielen. Jetzt sage ich mal, ich möchte eine große Form oben haben und eine kleine, die hier nur noch rausspitzelt. Wie kann ich das erzielen? Jetzt fange ich mal an, sage, okay, die große ist oben, gehe hier rum, vielleicht hier und hier, und die lasse ich jetzt überlappen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Dann haben wir so eine Form. Und da kann man wirklich dann eine Vielzahl von Formen durchspielen. Ich würde es euch auch wirklich raten, dass ihr ein paar Blätter füllt und das vielleicht nicht nur einmal
sondern mehrmals und auch immer wieder zu der Übung zurückkommt. Ich mache das auch noch. Also es ist nicht so, dass das jetzt eine Übung ist, die man einmal macht und dann für immer abschließt, sondern es ist eine Sache, die, zu der man wieder zurückkommt, das übt und dann auch irgendwann, also es wird nicht allzu lang dauern, werdet ihr den Zusammenhang erkennen, wenn ihr dann später einen Brustkorb zeichnet, eine Verbindung zwischen einer Boxform und einer organischen Form, also einer Kreisform zeichnet, wie wichtig es ist, dass man da schon eine gewisse Ahnung davon hat. Okay. Hier jetzt mal ein kleiner Ausblick, wie das bei einer ganz einfachen Figur laufen kann. Ich tue die jetzt nur andeuten. Ich sage jetzt mal, ich habe hier eine Form für einen Kopf, komme hier runter und jetzt sage ich, okay, was kommt jetzt hier? Jetzt nehme ich meine, sagen wir, okay, hier ist irgendwo, hier ist der Brustkorb und dann kommt es nach unten und kommt dann hier so raus. Das ist dann so das Becken und die Hüfte. Und jetzt fange ich mal an, das ein bisschen zu betonen. Könnt ihr dann auch hier ein Ohr haben, dann kann man das gleich besser verstehen. Ich gehe jetzt auch nicht ins Detail, das ist nur mal, dass ihr das ein bisschen in Anwendung seht, in der ersten Anwendung. Und diese Figur biegt sich jetzt, also beugt sich nach vorne, das heißt hier drückt es zusammen. Das heißt hier habe ich meine Overlap, meine Überlappung. Und hier komme ich jetzt rum, so. Habe hier unten meine erste Form und da würde jetzt dann so die, grob gesagt, die Hüfte und das Becken anfangen. Dann habe ich hier eine zweite Form, die deutet auch eine, durch das, dass sich die Figur eben nach vorne biegt, haben wir hier eben eine sogenannte Kompression, da drückt es die Haut, das Fett zusammen sollte eins da sein. Und dann hat man, wenn man jetzt hier noch von einer Linie ausgeht, die Zentrallinie wäre, da komme ich dann aber später nochmal drauf zurück, habt ihr ganz, mit ganz einfachen Mitteln diese Bohnenform mit den Kreisformen, hier hat man eine Eiform ein bisschen mit dabei, habt ihr schon mal ganz einfach eine erste simple Situation gezeichnet aus dem Figurenzeichnen, aus dem Aktzeichnen heraus. Okay, gut, machen wir weiter mit dem Modul 2. Da werden wir das Ganze dann noch ein bisschen verdichten und werden uns vor allem, das wird dann spannend, schon ins gestische Zeichnen einarbeiten. Ich werde es dann noch ein bisschen erklären, was es ist, das gestische Zeichnen, aber das kommt dann, wie gesagt, im nächsten Modul.